Erst an. Deutschlands erstes veganes Bio-Burger-Restaurant, immer noch im Gespräch natürlich mit Ulrich und mit Mario, die Gründer und Macher von Bunte Burger aus Köln. Bevor wir gleich auf die Crowdfunding-Geschichte zu sprechen kommen, wollen wir natürlich auch noch mal ganz kurz bei euch auf die Facebook-Seite gehen. Ich guck mal gerade, die Facebook-Seite haben wir nämlich hier, weil da kann man nämlich sehen, da ist auch euer Truck, da seid ihr ja mit seit 2014 in Köln unter anderem mit unterwegs. Und auf der Facebook-Seite, wenn man hier so ein bisschen runterscrollt, da können die Leute natürlich sich auch informieren, wo steht der Truck denn in Köln? Wie viele Standorte habt ihr denn überhaupt, die ihr dann regelmäßig auch anfahrt? 6, 7, 8 unterschiedliche aktuell. Und es kamen auch immer wieder Anfragen, und wir haben gesagt, nee, wir sind jetzt erstmal bedient, wir müssen erstmal die regelmäßig anfahren. Was ein ganz fester Standort ist, ist immer Mittwoch am Rudolfplatz, am Ökomarkt. Da sind wir immer, also auch schon auch von nicht nur mittags, sondern von 11:30 bis 18 Uhr. Ja. Das war auch der Standort der ersten Stunde. Da waren wir von Anfang an gestanden. Und dann wechseln wir halt immer in unterschiedlichen Office-Parks. Stehen wir dann mal in Gremberghofen, dann stehen wir mal am Gustav-Heinemann-Ufer, Siegburger Straße, in Mülheim mal. Also das wechselt immer durch. Und am besten verfolgt man es. Also unsere Leute sind halt dann auf Facebook und entweder schauen sie da oder sie haben sich für den Newsletter eingetragen und erfahren halt dann, wann wir wo sind. Genau, da bekommt ihr nämlich auch alle Infos natürlich dazu. Sieht man auch gerade, auch selbst bei schlechtem Wetter ist viel los bei euch am Truck. Auch alles hier schön festgehalten auf der Facebook-Seite. Ja, und dann kam die Idee jetzt nach dem Truck. Jetzt seid ihr erfolgreich damit auch unterwegs. Ihr wollt sesshaft werden. Ihr wollt so das erste vegane Burger-Restaurant Deutschlands starten. Aber das mit einer ganz interessanten Aktion, nämlich mit Crowdfunding. Haben wir ja auch schon sehr oft bei uns drüber gesprochen in der Sendung. Wie seid ihr darauf gekommen, das über die Schiene zu machen? Weil es ist natürlich, werden wir gleich auch noch erfahren, ein wirklich erheblicher Kostenaufwand, gerade in dem Bereich, wie ihr es machen wollt. Nämlich auch. Zeitaufwand vor allem. Ja, Zeit und also, Kosten. Ich würde vielleicht noch ganz gerne einen Satz vorher sagen. Also grundsätzlich war es ja eigentlich kundengetrieben, weswegen wir sesshaft werden wollen, weil natürlich am Truck fast auch von der ersten Minute an immer wieder die Anregungen, die positiven Anregungen der Kunden kamen. Ah ja, ich muss jetzt extra einen Tag frei nehmen, um mal zu euch zu kommen. Ja. Die kamen da schon aus Wuppertal, aus Neuss, aus der Eifel teilweise angefahren. Und ja, wir würden ganz gerne mal am Wochenende nach Köln reinfahren. Habt ihr nicht irgendwie einen festen Laden oder ein bisschen mehr breiteres Angebot, weil im Truck ist der Platz natürlich auch begrenzt. So hat sich das im Prinzip entwickelt. Ja, und ich sag mal, mit dem Crowdfunding, das war für uns eigentlich ein Thema, dass wir uns da auch bewusst dafür entschieden haben, ne, Uli, weil wir gesagt haben, wir wollen die Leute von Anfang an mitnehmen, abholen. Ja. Ne? Haben auch ganz klar gesagt, Crowdinvesting kommt für uns an der Stelle nicht so in Frage. Wir wollen nicht einfach nur das Geld und dann eben sozusagen die stillen Beteiligten oder überhaupt irgendwelche Beteiligten. Und wir wollen dann eben eher über diesen Dankeschön-Charakter, die Leute geben uns was, bekommen halt eben auch ein Dankeschön, was mindestens eben im selben Wert steht oder sogar mehr, wie zum Beispiel jetzt 25 Euro sozusagen Spenden in Anführungsstrichen und 30 Euro Verzehrgutschein erhalten dann. Ja. Das ist ja dann schon irgendwo ein Gegenwert, der eigentlich mindestens das eingesetzte Kapital widerspiegelt. Plus sozusagen, man nimmt die Leute von Anfang an mit. Man erzählt denen die Story, die Hintergründe und dann eben auch gerade so dieser Gutscheincharakter trägt natürlich auch dazu bei, dass die Leute dann sich auch vielleicht mal trauen, dann in den Laden zu gehen und auch wenn sie es vorher vielleicht nicht gemacht hätten, mal so zu uns zu kommen. Und dann ist wieder das Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben, wenn sie dann mal da waren, dann sind wir uns auch 100% sicher, dass wir durch Geschmack überzeugen. Ja, wir sehen es auch gerade hier auf der Seite startnext.com, da ist es nämlich Deutschlands erstes veganes Bio-Burger-Restaurant. Die Aktion läuft, sie ist in vollem Gange und hier sieht man auch auf der Seite natürlich rechts sieht man die Dankeschöns, also für gewisse Beträge auch, das fängt dann hier ab 10 Euro beispielsweise an, geht dann immer weiter hoch und beispielsweise hier unten, das finde ich ganz interessant, bei 5.000 Euro wird dann der VIP Deluxe Burger nach demjenigen auch benannt, der diesen Betrag. Also quasi so der Bunky Burger, finde ich gar nicht mal schlecht, der klingt ganz interessant auf jeden Fall. Ja, also der NRW-TV Deluxe-Burger. Der NRW-TV-Deluxe-Burger auf jeden Fall. Was passiert genau mit dem Geld bei der erfolgreichen Finanzierung? Was müsst ihr alles dann auch investieren? Weil wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, nicht nur natürlich die Produkte bei euch, alles rein pflanzlich. Es geht vor allen Dingen auch um die Einrichtung auch im Laden selber. Weil das muss ja genau auch alles, genau zur Philosophie auch, genau mit eurem Amerikaner würde sagen, your belief. Also es müsste natürlich genau damit dazu auch passen auch. Ja,
Also wir schauen halt, dass wir die Einrichtung so wählen, dass es eben zu unserem Konzept passt, zum Gesamtkonzept, weil es ist ja nicht nur, wir machen Bio-Burger und dann packt man irgendein billiges Zeug da in den Laden rein, sondern dass es wirklich ein hochwertiger Kautschukboden ist, der wirklich lange hält und nicht nach 3 Jahren oder 5 Jahren ausgetauscht werden muss, nicht so ein Linoleumboden. Dass wir mit einem regionalen Schreiner zusammenarbeiten, der auch aus der Umgebung das Holz hat, aus den Stadtwäldern und da uns schöne Tischplatten macht, und das ist halt alles ein bisschen hochpreisiger, wenn man da irgendwie Ware nimmt, die aus einer Fabrik aus sonst wo kommt, und das kostet halt alles ein bisschen mehr, und da wollen wir eigentlich gerade auch kein Leder, auch würde ich mir vorstellen, bei der Bestuhlung und so weiter, das kommt ja auch überhaupt nicht in Frage dann bei euch. Ne? Das kommt uns nicht in den Laden. Und der Regionalitätsaspekt, dass wir natürlich versuchen, auch mit lokalen oder regionalen Partnern, Handwerkern oder eben auch Dienstleistern zusammenzuarbeiten, was dann natürlich auch wieder widerspiegelt, okay, das ist jetzt keine Massenware aus China oder Fernost oder sonst was, sondern eben teilweise wirklich von Schreinern um die Ecke, wo natürlich auch deutsches Lohnniveau oder deutsche Lohnkosten mit drin sind. Aber das gehört halt auch alles zu unserem Grundkonzept mit der Regionalität, mit dem Bio, mit der Nachhaltigkeit. Mit der Nachhaltigkeit, ganz, ganz wichtig. Realisierungszeitraum April 2015. Wo soll der Laden entstehen? Habt ihr schon eine genaue Location, wo es dann passiert? Der wird in Köln-Ehrenfeld, da haben wir lange gesucht, wird der aufgebaut, und da haben wir eben auch geschaut, was ist uns wichtig, dass man zum Beispiel direkt eine U-Bahn-Haltestelle vor der Tür hat, dass die Leute halt nicht mit dem Auto kommen müssen, sondern eben auch mit der Bahn fahren können. Das waren lauter so Gedanken, so Aspekte, die wir da einfließen haben lassen, und da haben wir jetzt was Schönes gefunden, wo wir sicher sind, dass wir auch einen sehr, sehr schönen Laden eröffnen können. Ja. Was wir auch noch erwähnen sollten, unter anderem, da gab es mal eine Umfrage, eine Online-Umfrage auch bei einem Portal, da haben unter anderem Euroburger war, glaube ich, der dritte Platz bei der Bewertung bester Burger in Köln unter anderem. Als Neuensteiger. Ja, als absoluter Neuensteiger. Ich meine, wirklich erst seit Mai 2014 auch unterwegs mit dem Truck, und jetzt schon der Schritt dann auch zum eigenen Restaurant wirklich auch sesshaft zu werden. Aber es wird natürlich parallel auch mit dem Foodtruck, mit dem Gourmet-Truck wird es natürlich auch weitergehen. Ja, weil wir wollen ja, dass die Leute irgendwie in den Office-Parks oder sonst wo weiterhin gutes Essen von uns bekommen. Ne? Die Standorte bleiben natürlich, ne? Die werden wir weiter anfahren, und zusätzlich natürlich mit dem Truck, das ist ja eigentlich die ideale Ergänzung zu dem festen Laden, das, sagen wir mal, das mobile Marketing-Instrument. Auch am Wochenende haben wir immer wieder gebucht für Caterings, Hochzeiten, Polterabende, Feiern und dann eben auch, sage ich mal, unsere Szene-Events, Vegan Street Day in Dortmund, veganes Sommerfest in Köln. Das sind halt so die Wochenendveranstaltungen, die man dann natürlich auch mit dem Truck ganz, ganz schön machen kann. Ne? Jetzt ist ja bald auch wieder Street Food Festival, haben wir auch die Tage drüber gesprochen, unter anderem in Köln, auch in Düsseldorf. Werdet ihr auch bei den Events mit eurem Truck mit vor Ort sein? Schaffen wir zurzeit nicht. Ja, das klar, ist gerade ist natürlich viel Arbeit jetzt momentan. Unser Zeitplan ist gerade sehr, sehr straff und ist alles sehr eng gesteckt. Was wir gesagt haben, jetzt erstmal im Winter keine Wochenendevents. Ja. Also wir waren in der Vergangenheit waren wir schon zweimal, haben wir Street Food Festival mitgemacht. Ja. Ja, jetzt haben wir erstmal sozusagen, sagen wir mal, der Laden ist ja geplant, im April zu eröffnen. Und deswegen haben wir erstmal gesagt, so bis März wollen wir das mit den Wochenendevents ein bisschen zurückfahren, um dann eben mehr Zeit auch für die ganze Planung und Realisierung zu haben. Das ist meistens halt jetzt die Arbeit am Wochenende, weil unter der Woche der Truck mit dem normalen Tagesgeschäft eben läuft. Und da muss man uns jetzt ein bisschen freischaufeln. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Ulrich und Mario. Deutschlands erstes veganes Bio-Burger-Restaurant bei uns in Nordrhein-Westfalen in Köln mit Hilfe von Crowdfunding. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht irgendwann mit dem Truck hier bei uns mal in Düsseldorf vorbeikommen würdet, weil Natascha fordert das auch hier bei uns natürlich in der Landeshauptstadt. Und ich verspreche euch, ihr werdet über die Grenze auf jeden Fall, ihr werdet rübergelassen von Köln nach Düsseldorf mit dem Truck. Überhaupt gar kein Problem. Toi, toi, toi. Alles Gute auf jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und darf ich noch jemanden grüßen? Gerne. Haben wir noch nie gehabt, auf jeden Fall. Gerne. Also ich grüße noch meine Mama und meine Oma. Nein, eigentlich die Jessie, die hat sich so gewünscht, dass ich sie grüße. Jessie, hallo. Jessie, nur für dich, nur für dich auf jeden Fall von Ulrich. Und was uns auch total freuen würde, wenn uns Leute eben bei der Crowdfunding-Kampagne unterstützen und weitererzählen. Das wäre super. Definitiv. Einfach auf die Facebook-Seite gehen oder natürlich auch die Homepage von Bunte Burger bei uns in Köln. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Jetzt geht's hier erstmal weiter. Ich kriege auch noch einen Goodie. Hungry times are bad times. Für deinen Kühlschrank. Da ist in der Tat was dran. Das sind ganz schlechte Zeiten, wenn man viel, viel Hunger hat. Aber alles Hunger gibt es, glaube ich, da drüben jetzt nicht mehr. Da gibt es eine Menge zu essen, oder? Dann einen Zuckerschock. Geh doch mal rüber.